Jo Leute, und endlich mal willkommen wieder zurück zu einer neuen Runde Hearthstone. Ich habe endlich wieder ein bisschen Zeit gefunden nach den letzten Tagen, Wochen, gefühlte Monate, die ich nicht mehr wirklich aufnehmen konnte, zocken konnte. Ja, einen Tag frei gibt es zum Glück immer irgendwie, ne? Und jetzt gönne ich mir auch ein bisschen was. Und ja, heute ist das nächste Kapitel aufgegangen, ja. Ich habe mir alles vorbekauft gehabt, ne, und habe auch hier schon die Sachen gespielt gehabt. Ich denke, vielleicht wird Karl noch mal zeigen, wie er das Spiel, er hat ja schon damit angefangen gehabt, aber für mich war das jetzt keine große Sache, das hier unbedingt. Eine größere Sache ist für mich eher, dass in der letzten Season, in der Juli-Season, ich es noch auf Legend geschafft habe. Ja, ich habe endlich mein Ziel erreicht und den Legend-Rang erreicht. Da war ich mega stolz mit. So, machen wir erstmal den auf. Oh, 4 Gegner. Okay, was kriegen wir denn hier als Belohnung? Erstmal das. Stelek und Feugen. Okay, dann würden das auch wahrscheinlich die letzten zwei Gegner sein, kann das, oder? Aha. Silence your other minions, aha. Hier steht nicht random, das gefällt mir nicht. Okay. Sieht interessanter aus, als es wahrscheinlich ist. Wir werden einfach jetzt mal eine Runde spielen. Is sewn together from adventurers who couldn't defeat Lorewalker Cho. Oh, das ist natürlich schwach. Destroy a minion. Okay, das ist natürlich böse. So, dann werden wir uns jetzt mal krallen hier. Ja. Hier mein Next Ramis Hunter, mit dem habe ich das jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut gemacht gehabt. Ich kann dir mal kurz sagen, mit welchen Decks ich Legend erreicht habe. Mit meinem Miracle Roach habe ich angefangen. Und dann bis auf Rang 8 gespielt. Ja. Dann habe ich mit Amars Priester weitergespielt, wirklich sehr, sehr erfolgreich, bis auf Rang 5 runter von Rang 8. Und ab da wurde es dann knifflig. Dann habe ich mal gewechselt zwischen Handlock und Priest und Miracle Roach. Dann habe ich Rang 4 und dann habe ich gemerkt, mit den dreien wird es jetzt gerade irgendwie nichts mehr. Ich habe mich viele Druiden erwischt, leider. Und ich muss sagen, ich hasse Druiden und ich kann es selber aber nicht spielen. Und dann dachte ich mir, machst du dir einen Zulok? Du hast so viele Zuloks gesehen jetzt in der Zeit, gell? Das die ganzen Zulok-Motherfucker, die mir auch so richtig auf den Sack gingen. Ich mir dachte, weißt du was? If you can't beat them, join them. Und das habe ich getan und das hat echt gut funktioniert. Ich bin in 2 Tagen von Rang 5 auf Rang 1 gekrochen. Das war mega geil. Und da mit dem Deck habe ich dann auch den Legend-Rang erreicht. Ah, wir wollen jetzt nicht viel quasseln. Wir wollen den Gegner hier besiegen. Und gucken, was für schöne Karten wir kriegen. Warum habe ich gerade so wenig FPS? Rexa versus Patchwork. Oh. Patchwork want to play. Let the hunt begin. Oh. Hm. 5 Angriff und das 8-mal. Kann einen Minion zerstören. Okay, es sieht nach ziemlichen Minion-Clear aus. Oder er gibt uns alles ins Gesicht. Oh, das ist ja böse. Das ist ja böse. Kriegt er für Teach? Zieht wirklich gar keine Karten. Das heißt aber, nach diesen 6 hat er nichts mehr. Ich habe natürlich kein Taunt hier drin. Oh! Put this weapon into your hand. Okay, damit habe ich nun echt nicht gerechnet.
fangen wir an, ein bisschen Druck aufzubauen. Dann ist eigentlich der Hound sie total useless gewesen zu behalten. Müssen wir erstmal ein bisschen Druck aufbauen, weil jetzt können wir wieder hier, bam, und im nächsten Zug kann er dann noch einen Minion zerstören. Hunter's Mark, auch total useless. Okay, das Jägerdeck macht hier gerade echt nicht viel Sinn. So, er kann jetzt einen Minion zerstören und nimmt... Schade. Wow, also damit habe ich echt nicht gerechnet gehabt. Was für ein Arschloch. Wie wäre es mit Handlock? Wobei nein, er könnte unsere Minions einfach kaputt machen. Ja, wir brauchen noch einen Angriff. Wir brauchen noch 14 Schaden. Das ist etwas unmöglich für uns. Ich hätte noch zwei mehr machen können. Und ein weniger aber dafür. Okay. Also es war dann doch knapper als es aussieht. Aber jetzt weiß ich, was der Gegner kann. Jetzt kann ich der Gegner vorgehen. Wenn der Gegner natürlich so ein Wichser ist und wir schnell Schaden austeilen müssen, dann würde ich sagen, nehme ich meinen Warlock. Warlock? Hier mein, na. Wie heißt er? Zulok, genau. Sollte eigentlich ziemlich gut funktionieren. Hoffentlich. Hoffentlich sollte das ziemlich gut funktionieren. Gul'dan versus Patchwork! Patchwork wants to play! Der ist natürlich stark und die gefallen allen nicht. Weil der hat dann seine 4 Mana und da bringen die uns alle nichts mehr. Harvest Golem ist gut und Defender auf Argus, perfekt. Ich würde sagen, wir fangen mit einem schnellen Flame Imp an. Ja, wobei das uns auch schon ganz schön raushaut, der Flame Imp. Auch nochmal 3 Schaden. Okay, wenn wir sterben, sind wir eh tot. Wenn wir sterben, sind wir eh tot. Dead Logic. So, er wird sich jetzt auf jeden Fall auf einen Knife Juggler hier konzentrieren. Greift mich wieder ins Gesicht da. My shield for Argus. Ein macht er kaputt, ein greift er an, verliert Nummer 4, kriegt 2 und wir haben so ziemlich gewonnen. Ist jetzt meine Rechnung. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass er das macht, ja. 7, 2, 5. Wir hätten hier auch noch hier. Alles super, alles easy. Kein Ding für den King. Und der erste Gegner einfach besiegt. I should have sewn him together from better players. Perfekt. So kann's gehen, wenn man den Gegner erstmal kennt, dann geht das eigentlich recht easy. Grabulous is my prototype for an army of giants. You are test subject 1. Aha, Grabulous. Deal 1 damage to all minions. If any dies, summon a slime. Ich glaube, dann spiele ich wieder Zulok, weil die Hunter-Minions haben alle ein Leben. Und im Zulok-Deck habe ich sehr viel Buff-Zeug. Gul'dan versus Grobulus. Okay, der spielt schon mal was.
White Walker ist ganz... Ja, das Eimer... Ich finde die Hand eigentlich sehr solid und ziemlich stark. Ich behalte sie. Wir haben ein Ei, wir haben den Harvest Golem, wir haben einen White Walker. Haunted Creeper, genauso gut. Spiele ich auch sehr gerne hier, weil man super traden kann damit. Und triggert auch gut mit Knife Juggler. Ich weiß nicht, was dieser Schleim ist. Das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt für uns. Also wenn ein Minion durch das Zeug stirbt, dann ruft er einen Schleim. Okay, give your hero. Okay. Heroic Strike. Okay. Oh. Stimmt ja. Da war ich ein bisschen voreilig. Okay, Cold Blood. Wir könnten es einfach buffen. Es würde so oder so sterben. Dann hauen wir den 4-4 raus. Weil dann können wir noch so ein kleines Vieh buffen. Oh. Boah, das ist schon widerlich. Jetzt wäre an, der Hounds doch gut. We must cleanse the Sunwell. Und auf jeden Fall den Harvest Golem. Das ist ein solider Pick hier. We must cleanse the Sunwell. Ich versuche mal etwas Druck aufzubauen. Join or die. Oh Gott. Den da rein? Nein. Okay. Achso. Er hat nicht genug Mana dafür. Oh. Oh, wir können viel Schaden raushauen hier. Zwölf Schaden haben Stolen. Jetzt ziehen wir noch eine Karte. Oh. Ich glaube, das tue ich auch. Nächsten Zug stirbt der XE. So, dann könnte er sein Ding hier aktivieren. Okay, er tut es nicht. Das ist gut für uns. Wobei, so gut ist das doch nicht. Okay, das war schlecht. Das war jetzt echt schlecht.
Und wäre das Vieh jetzt nicht gekommen, hätten wir ihn besiegen können. Wir hätten das Soulfire gespielt einfach drauf. Das ist nicht vorbei. Noch ist es nicht vorbei. Okay, jetzt ist es vorbei. We must cleanse the Sunwell. Das in echt. Okay. Aber er kann keine Minions von mir einfach so zerstören. Wir probieren das mal mit Miracle Roach. Miracle Roach ist eigentlich immer eine gute Wahl. Watch your Schweiße. Wir behalten mal nur eins. Es ist ein Seven und ein Deadly Poison, das ist doch ganz okay. Wenn ich jetzt noch den Coin hätte, wäre ich super zufrieden. Ja, ein Lepak noch. Ein Backstab? Nein, ein Leroy. Schade, ein Backstab wäre cool gewesen. Wir müssen jetzt leider diese 10 Schaden nehmen. Ha, this guy's toast. Ich muss es leider so machen jetzt. Und es tut mir verdammt weh. This guy's toast. Mann, es geht nicht. Ich glaube, es war doch nicht so eine gute Wahl. Zwei Karten ziehen. Für 4 Schaden und einen verlorenen Leroy. Das schmerzt. Nehmen wir erstmal die 4 Schaden und schauen, was wir ziehen. Ah, man sollte Miracle Roach nicht unterschätzen.
Master. Oh. Okay. Hey, lights out. Es tut weh, das zu machen. Oh Gott. Oh Gott. Das war's auch wieder, wir haben verloren. Diese Schleimkacke da, das ist echt nervig. Okay. Kniffliger als ich dachte. Mit Silence könnte es vielleicht funktionieren. Starken Remover. Probieren wir erstmal noch den Priester. Ich hab mich gerade... Ich könnte mir vorstellen, dass der Priester hilft. Anduin versus Grobulus. Das ist eine ziemlich harte Nuss. The light shall bring victory. So, sind das schon mal zwei Karten, die ich überhaupt nicht will? Earthen Ring Farsia. Okay, der ist okay. Der geht. Am besten wäre jetzt natürlich ein Wild Pyromancer, weil wir haben richtig gute Sachen dafür in der Hand. Holy Smite, Power Ward Shield. So, wir sagen jetzt einfach mal egal. Wir können uns ja eh heilen. Okay, Dancing Swords. Nicht buffen. Tut er nicht, okay. Jetzt ein Pyromancer. Top Deck Pyromancer. Schade. Au. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. My eyes are open. Mind if I roll need? Mind if I roll need?
akzeptiert nicht leider mehr, dass ich aufgegeben habe. Noch jetzt. Okay, also Priest war die schlechteste Wahl überhaupt. Verdammt, das Vieh geht mir auf die Eier. Probieren wir es mal mit Schamane. Wir probieren jetzt einfach mal alles durch. Troll versus Grobulus. For Doomhammer. Ich muss sagen, das gefällt mir. Pyromancer, ein Lightning Storm, ein Totem. Lässt sich gut damit umgehen. Oh, Rockfighter Weapon. Taunt Totem, Slam, okay. Warum ich den spiele, weil ich noch weiß, dass er in der Hinterhand haben kann hier dieses Kack. Oh, wie mache ich denn das jetzt? Ich könnte Rockbiter Weapon nutzen. Nee, 4 Schaden. Ja klar, mache ich. 4 Schaden. Zerstör sein Mini, draw a counter. Harvest Golem. Ist jetzt Face. Er macht jetzt den kaputt. 5 Mana. Zum Slash Belcher. Buffen. Ach doch, buff, weißt du was? Buff, buff ruhig. Okay, Schamane war wirklich eine gute Wahl. Wir können ja gut die Kontrolle halten. Braucht den das Heiltotem. Ah, ich habe eine 1:3 Chance. Mit dem rein. Wollen wir es probieren? Ich könnte den kaputt machen. Dann mache ich mit dem das. Das ist die beste Wahl, die ich habe. Das. Wenn er jetzt das macht, dann hat er 6 Mana noch. Ich verliere das Vieh. Er kriegt einen Schleim. Alles kein Ding. Das kann ich auch noch so wegmachen. Die kriege ich auch noch so weg. Alles klar. Alles klar.
96, 296er mit Taunt. Try to troll me. Das war einfach genial. Und jetzt noch das Healing Totem. Das ist der erste Sieg, den wir bei dem Vieh jetzt hier endlich nach Hause tragen. Was für ein Kackding. So. Sehr schön. Taunt Totem. Hätte nicht besser gehen können. Das ist ein sicherer Sieg. Wir haben noch ein Feuerelementar in unserem Deck. Wir haben noch zwei Lightning Bolts. Ach, Erdelementar, nicht vergessen. Spiele ich gerade sehr gerne, wegen den ganzen Agro-Decks auch. Und wir haben ihn endlich. Meine Güte, was für ein zäher Bursche. Blue feeds our leftover zombies. Come to think of it, you would make a pretty good leftover zombie. Okay. Das wollen wir doch mal probieren. Und zwar mit dem Hunter. Nun machen wir noch das. Den letzten sparen wir uns dann. Fürs nächste Mal. Versus Gloof. Ja, red doch mal ordentlich mit Mr. Rage. Da ich jetzt noch nicht weiß, was er spielt, behalte ich das mal alles. I asked the zombies if they wanted to eat your brains, and they said I don't eat junk food. Wow, that joke. Das ist echt böse. Ich hoffe, er hat nicht nur diese Viecher in seinem Deck. Denn mit dieser Fähigkeit, da hätte er jetzt das ganze Feld geklärt. Also ich hätte jetzt nicht viel mehr spielen wollen. Was macht er? Was macht er? Join me in death. Okay. Wir machen einfach mal Druck. Er muss jetzt auf jeden Fall die Minions clearen langsam. Dann trainen wir mal ein bisschen. Explosive Train. Okay. Das ist nicht so lecker. Hit him, hit him, hit him. Oh, hit him. That's also good. Oh, bitte, bitte, Death Rattle. Nicht jetzt. Erster Hit. Nein. Oh Gott. Quatsch nicht. Boah, 7-4 Webman. Und 4 Rüstung. Oh, dog. That's a good doggy.
Holy fuck. Ich bin froh, dass wir Misdirection gespielt haben. 17 Schaden hätte wehgetan. Wir haben ihn jetzt. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Locker. Locker, easy. Manchmal funktioniert es halt mit dem Hunter, manchmal auch gar nicht. So. Tja. Gute Frage. Und unser letzter Gegner ist... Teddy. The most horrible evil experiments in the construction. Swap the attack and health of all minions. Das probieren wir jetzt noch. Jetzt überlege ich gerade, wo wäre das sinnvoll? Hier wäre es sinnvoll. Hier wäre es auch sinnvoll. Dann spielen wir mal eine Handlock. Gul'dan versus Darius. Oh, das ist passiv. I must obey. Your soul shall be mine. Ich behalte das Hellfire mal. Das könnte jetzt ganz interessant wirken. So, bei denen passiert schon mal nichts. Sie bleiben so, wie sie sind. Der hier wird von 2-3 zu 3-2. You die now. Coin. Oh. Verstehe. Das ist jetzt knifflig. Wir heilen uns mal einfach. So. So, der heilt sich, jetzt werden die wieder geswappt. Ah, das ist ja mies. So, der kriegt jetzt wieder 4-1. So, jetzt werden die geswappt. Das interessiert den überhaupt nicht. Sein zweiter Lightning Storm. Zwei Schaden. Ich hab beide Minuten plus. Jawohl. Und das tut er. Okay, dann heilen wir uns ein bisschen. So, jetzt passiert nichts. Zum Thank you.
Wie viel Schaden würden wir kriegen? 8. So. Try it. Ja, ist gut. So, jetzt fängt es an Spaß zu machen für uns. Jetzt switcht er, ja? Interessiert uns nicht, ist dasselbe Wert wie vorher. Spectral Knight, okay. Oh. Kann ich jetzt Spectral Knight kopieren? Theoretisch. So. Vertauscht. Oh. Mortal Coil. Ach, verdammt. Target. Into the breach! For Kel'Thuzad! Nein! Jetzt gewinnen können. Egal. For the Lich King! Machen wir es mit Style Points, ja? Machen wir es mit einem Rag. Okay, Rag, komm. Enttäusch mich nicht. Snipe him. Yeah, snipe Rag. Okay, dann würde ich mal sagen, war das doch noch doch erfolgreichere Runde, als ich dachte. This is the final straw. Ja. Stimmt, das war jetzt der vorletzte Schlüssel. Und noch der letzte. Und wir kriegen Zeug Stalag. Class Challenges Unlock. Aber die machen wir jetzt nicht mehr. Können wir später mal machen. Ne? Ich zeige euch jetzt noch kurz die Decks, die ich benutzt hatte, um Legend zu werden. Damit ich es nicht vergesse gleich. So. Also einmal das hier. Halt. Mein Golden Road to Legend Deck. Ganz klassischer Miracle Road. Wirklich ganz klassisch. Klassischer könnte es schon gar nicht mehr sein. Dann Amars Priester, ne? Sehr stark, wirklich sehr, sehr stark. Und viele wissen dagegen nicht anzukommen, aber viele wissen auch damit nicht zu spielen. Das war echt nicht einfach. Mit Mind Control, weil ich finde, später ist es dann doch besser, wenn man seinen Rag verliert. Ne? Durch ganz einfache Big Game Hunter und Faceless Combo kann man sich den dann ganz wiederholen mit Mind Control. Sollte man einfach mal behalten. Und ja. Der, wie könnte es nicht anders sein? Den klassischen Zulok. Zwei Soulfire, zwei Mortal Coils, bei Power Helming, Abusive Sergeant, Argent Squire, Flame Imp, White Walker, Haunted Creeper, Knife Juggler, Nerubian Egg, Harvest Golem, Shattered Sun Cleric, Dark Iron Draw, zwei Defender of Argos und zwei Doom Guards, ne? Also, ganz klassisch, es gibt wirklich nichts klassischeres als das hier noch mit. Die Next Ramis Karten haben echt viel gebracht hier, vor allem der Death Rattle. Vom Harvest Golem Haunted Creeper sehr nützlich, um gegen diese ekelhaften Removals anzukommen, weil da müssen dann schon immer mal zwei Sachen benutzt werden, um die loszuwerden. Und wenn man die dann noch schön hochbufft, Defender of Argos, Shadow of Sun Cleric oder mit so einem Zwerg hier, kann man auch super damit traden, genauso wie mit Argent Squire. Also macht auf jeden Fall einiges her und lässt sich echt gut damit die Ranked Ladder aufsteigen. Ja, in der Season habe ich bisher nur ein Game gespielt, habe ich auch eins gewonnen, das war mit Zoo. Ja, ist halt so, wenn du Legend erreichst und dann bist du nächste Season automatisch Stufe 16, mit, also Rang 16 mit drei vollen Sternen und dann gewinnst du einmal und bist du schon Rang 15, das ist kein Ding. So, aber das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich freue mich, euch das nächste Mal auch wieder zu einem Solo-Adventure begrüßen zu können. Wahrscheinlich die Class Challenges. Was gibt's denn hier? Gucken wir nochmal kurz.
give a random friendly minion plus 3 health. Finde ich cool. Deal 1 damage to all minions. Brauche ich nicht, aber das finde ich ganz cool. Das machen wir dann. Und Heroic-Modus können wir uns auch mal irgendwann trauen. Bisher habe ich nur das hier gemacht. Alles mit meinem Next Rhymes Hunter. Und wir werden ja sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und dann mache ich mit euch weiter. Bis dann. Haut da rein und wir sehen uns.